So, stimmt. Wir waren hier mitten im Gefecht. Und diesmal ist neutrale Person. Und heute hat irgendwie mein Rechner keinen Bock auf mich. Das war definitiv kritisch. Habe ich auch? Nein, habe ich nicht. Das erklärt auch, wieso mein Rechner keinen Bock auf mich hatte. Sehr gut, tut mir leid. Aber schon kann es weitergehen. Naja, das sieht doch besser aus. Ich habe nämlich vergessen, ein Video zu schließen. Und das hat ihn halt ein kleines bisschen überfordert. So, wo war ich denn jetzt? Ich... Genau. Ich muss auf jeden Fall mal in den Fluss. Ah, da ist Kalksteins Labor jetzt. Da hatte nämlich auch irgendwas für mich, dachte ich. Ah ja. Dafür muss ich aber vorher zum Moor, zum des Metzgers, noch in der Mauer. Oh, zum Deich. Ob ich hier durchkomme, ohne jemanden zu belästigen? Wo ihr seid. Scheint schon. Ah, nee, die fühlen sich belästigt. Verschwindet! Du hast mich angegriffen, nicht ich dich! Ah, okay. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Bei meiner Ehre. Noch ein Schritt und es wird ernst. Ergebt euch! Jetzt hört doch mal alle auf zu parieren hier und nimmt Schaden. Dankeschön. Gnade! Bei meiner Ehre. Noch ein Schritt und es wird ernst. Ich sollte eigentlich den hier jetzt töten. Einen Schritt weiter. Starten. Auf die Knie, Schurke! Wo kommt denn ihr her? Sterb, Gauner! Sie lassen sich nicht mal im Mehrkampfmodus bekämpfen. Das ist ja Wahnsinn. Einen Schritt weiter. Verstanden? Das ist so lustig, der nimmt Schaden. Kämpf! Aber ich kann keine Kombos ausführen. Das ist echt blöd. Heiliges Schwert des Ordens. Nein, ich will das Schwert.
funktioniert nicht. Ärgerlich. Hätte sehr gerne das Schwert ausprobiert. Nein, verschwindet. Träge. Kann man hier generell rein? Sehr schön. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Sieht aus, als wäre alles in Ordnung. Möchtet ihr einen Kuss von mir? Steht das Angebot noch? Oh, Geralt, ich habe euch so sehr vermisst. Ganz ruhig. Alles wird wieder gut. Wo ist Alwin? Das ist nicht so einfach. Ich habe ihn in Trübwasser gefunden. Männer des Ordens hatten das Dorf angegriffen. Alwin bekam Angst und teleportierte sich weg. Er könnte überall sein. Wie bitte? Was geht hier vor? Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Nein, ergebe mich. Nein. Verdammte Arschlöcher. Nein. Kämpft! Haltet sie auf! Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Ich weiß nicht, von was die geheilt werden, aber das sollte schnell aufhören. Ah, von dieser Elfentossierte. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Wegen Alwin. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Er könnte überall sein. Wir können nur hoffen, dass er in Sicherheit ist. Shani, ich habe viel über uns nachgedacht. Schwul. Ein gemeinsames Leben. Eine Familie. Ich auch. Ein hübscher Traum. Aber um ihn zu verwirklichen, müssen wir warten, bis dieser Wahnsinn vorbei ist. Ich werde warten, Geralt. Tut, was ihr tun müsst. Sorgt auf eure Art für Ordnung und kommt zu mir zurück. Ich komme wieder. Haltet mich fest. Jetzt kommt der Orden. Was geht hier vor? Ihr kommt zu spät. Die Angreifer sind bereits tot. Geht jetzt bitte. Ihr macht den Verwundeten Angst. Alle Anderlinge festnehmen und verhören. Wer gab euch diesen Befehl? Unsere Kommandeurin, die Weiße Ryla. Ergreift sie! Seid ihr verblödet, Soldat? Ihr geht entweder zu Fuß hier weg oder liegt tot auf dem Rücken. Sterbt, Ungeheuer! Sterbt! Angriff! Zum Ruhme des Ordens! Kandagadai! Wir werden alle sterben. Das ist ein Fluch. Meine Lunge. Das ist ein Fluch.
Kämpf! Das ist echt so ein Witz. Da übernehme ich den Gruppenkampfstil, um extra gegen sie kämpfen zu können, und dann funktioniert das nicht mal. Wir werden alle sterben. Diese Optimisten um mich herum. Ich brauche etwas zu trinken. Unglaublich, dass die uns umbringen wollten. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Ich muss zum Friedhof im Sumpf. Ohne die Medizin der Druiden erlebt die Hälfte dieser armen Teufel den morgigen Tag nicht. Perfekt. Da muss ich auch hin. Wir schleichen uns durch. Gehen wir. Hinten raus. Meiden wir den Kampf. Nee. Irgendwie habe ich eine klebrige Hand. Ein Zauber und eine Striege. Für eine... So, interessanter ist jetzt aber, dass ich das alles nachlese. Schlechte Nachrichten. Ich habe einen Blick in die Gasse geworfen. Das ist der einzige Weg. Und da wimmelt es von Nekrophagen. Kein Problem. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. Oh. Was meinte sie mit Nekrophagen? So viele habe ich nicht mal nach der Schlacht von Brenner gesehen. Die ernähren sich schon seit Monaten von Pestopfern. Das Feuer muss sie hierher gelockt haben. In dieser Richtung sind noch mehr. Dann töten wir halt noch mehr. Come at me, bitches. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. Shani, heilen. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Wenn ich die Wahl habe, kämpfe ich lieber gegen Ungeheuer, als mich in fremder Leute Schlachten verwickeln zu lassen. Dann ist das wohl der einzige Weg. Gehen wir. So, ein bisschen sammeln, weil ich habe ein paar Verträge. Hier, scheiß auf das, scheiß auf Spur.
So. Okay, das habe ich. Drei Bruchse. Kalkstein, Kalkstein. Kiefern von Zementauren. Okay, was davon waren jetzt Zementauren? Das waren Graveniere und das waren Algule. Ah, da gibt's Zementauren. Die gräuliche. Okay. Ups. Dachte, der führt's nicht aus. Es wird immer schlimmer. Moment. Ich kann die Lücke in der Mauer sehen. Ah, sehr schön, ich hab alles. Ja. So. Dann gab's hier irgendwo Turm des Metzgers. Achso, da komme ich so hoch. Easy. Stimmt, die konnte ich gar nicht flachlegen, weil ich mich nicht dem Orden angeschlossen habe. Ja, glücklicherweise. Wir müssen hier raus. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssten bald im Sumpf in Sicherheit sein. Wie schrecklich. Ich hatte noch nie solche Angst. Ihr wart sehr tapfer. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Wohin soll ich euch bringen? Ich habe einiges zu erledigen. In der nahegelegenen Druidenhöhle bin ich sicher. Gut, Druidenhöhle. Oh, hallo. Trink. Oh. Die kommen jetzt etwas ungelegen. Flammenrose! Achso. Hexe, ist alles in Ordnung?
Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Geralt von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Geralt von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls, danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Hört sich wunderbar an. Eine Schande, dass nur noch wenige echte Ritter übrig sind. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen kennengelernt. Ein Jammer, dass ihr das Gedächtnis verloren habt. Ich hätte euch an so manches erinnern können. War es etwa Siegfrieds ritterliche Pflicht, euch über mein Privatleben zu informieren? Siegfried ist keine Klatschbase. Und selbst wenn er es mir erzählt hätte, dann nur aus dem Wunsch heraus zu helfen. Nein, ich hatte eine andere Quelle. Und welchen Namen trägt diese Quelle? Sie trägt viele Namen und ist launisch wie eine Liebste. Magie, Hexer. Ich verstehe. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexer. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Ich nehme an, neutrale Hexer gehören nicht zu diesem Ideal. Hoffentlich wird eure wunderbare Vision nicht zum Albtraum. Ich hoffe, ihr versteht es, wenn die Zeit gekommen ist. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Oh, sie haben die Reste in der Zwischenzeit erledigt. Das freut mich doch. Ich gehe zur Höhle der Druiden. Meine Patienten brauchen ihre Medizin. Ich werde euch begleiten. Nicht nötig. Nach diesem Massaker dürfte es nicht mehr viele Ungeheuer geben. Na gut. Bis später. Bis später. Ein bisschen Zeug aufheben. Gut. Dann gibt es diese Druidenhöhle. Die irgendwo hier den Zugang hat. Hier.
Oh. Seid gegrüßt, Meister Geralt. Warum seid ihr hier? In Vizima tobt der Aufstand. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Das interessiert mich nicht. Die Druiden nehmen Unschuldige auf. Ich helfe ihnen und biete Schutz. Kann ich behilflich sein? Es heißt, tödliche Ungeheuer hätten sich nahe der Gruft in den Sümpfen eingenistet. Wisst ihr mehr darüber? Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vampirin. Könntet ihr euch das mal ansehen? Was könnt ihr mir noch sagen? Fragt, Hexer. Ihr beschützt Verbannte? Ja, liebe deinen Nächsten. Betet ihr das ewige Feuer an? Eigentlich nicht, aber ich bin vorsichtig und ein paar gute Taten können sicher nicht schaden. Lebt wohl. Hexer, ich muss mit euch reden. Ja? Ihr seid jüngst in Foltestsburg gewesen? Stimmt. Hatte meine Base Antoinette etwas für mich? Ja, ich habe euer Gold. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Das Gift ausschlafen wäre echt nicht schlecht. The fuck? Wo kommt denn das her? Da habe ich aber einige Level-Ups verpasst. Ja, das klingt doch gut. Schmerz. Ja, das passt. Das macht keinen Sinn. Rechtsklick gedrückt halten, sehr schön. Sehr gut. Einfach mal um Sachen loszuwerden. Denn sonst habe ich schon. Ach, passt. Da kommt Shani. Geralt? Habt ihr die Medizin bekommen, die ihr brauchtet? Ich muss warten. Die Zubereitung von Medizin ist offensichtlich noch komplizierter als die von Tränken. Braucht ihr Hilfe? Nein. Ich komme schon zurecht. Geht die Welt retten. Gebt auf euch Acht. Tja, das hatte ich auch vor. Die Welt retten. Auf zur nächsten Höhle. Stimmt. Das fand ich ja so toll an der Karte. Sie ist beschissen verzeichnet. Stellen, wo man meint, durchlaufen zu können, kann man nicht durchlaufen. Und Stellen, wo man nicht durchlaufen kann, kann man es eigentlich.
bin durch. Friedhofseingang. Das ist richtig. Was gibt's denn hier so? Und wie genau kommt man weiter? Wahrscheinlich hier irgendwie. Ah, das sieht gut aus. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltest zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das sieht wirklich grauenhaft aus. Du machen mit mir Snoo-Snoo. In diesem Ding. Ja, keine Ahnung, was das gerade war. Seid gegrüßt, Geralt. Foltest bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltest weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltest bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Also, ich dachte, das geht nur tags. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Jetzt. Ach so.
Katze? Ich habe keinen Katzentrank. Ich wollte noch nicht gegen die Striege kämpfen. Tja, da ich noch nicht kämpfen wollte, werde ich das neu laden. Und das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, Sicherheitsmaßnahmen. Wo komme ich da raus? Ein bisschen lästig, aber was soll's. Müsste dann... Ja, da ist er. Sehr gut. Hexer Geralt? Ja? Stimmt es, dass ihr Zugang zu Foltests Hof habt? Der König hat mich angeheuert. Das kümmert mich nicht. Ich wüsste nur gern, ob ihr dort meine reizende Base Antoinette getroffen habt. Habe ich. Hier ist euer Gold. Vielen Dank. Oh, Flüchtlinge sind keine Leichen, die man plündern kann. Moment. Ich brauche definitiv ein paar Katzentränke. Die ich vielleicht sofort erstellen sollte, zusammen mit ein paar anderen recht praktischen Tränken. Also. Also als erstes mal Dagonsaft, klingt doch gut. Katze. Machen wir gleich drei davon. Zwei Schwalben, klingt doch gut. Stimmt, das habe ich vergessen. Der eine Bäcker wollte im Akt 4 weißen Honig haben. Wird den Schaden, wenn die Vitalität unter die Hälfte sind, überspringen. So. Wieso? Ich glaube, mir sind ein paar Zutaten ausgegangen. Aber ich kann auch eine Katze machen, also.
Ah. Der Trank hat ein paar Nebeneffekte, deswegen wird er separat genommen. Da geht's nicht weiter. Ne? Kilometerweite Fläche, ne, kommst hier nicht vorbei. Ich nehme ein paar von diesen Pilzen mit. Vielleicht haben sie eine Zutat, die ich brauche. Weil mir gehen ja ein paar aus anscheinend. Rabesgruft klingt doch vorteilhaft für die Rüstung, die ich vorhabe zu schmieden. Also alle auf einmal. Ah, du bist noch nicht fertig. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Ach ja, ich habe diesen einen Gegenstand dabei gegen Erscheinungen. Deswegen laufen die gerade weg von mir. Wie so kleine Pussys. Ausweichen könnt ihr dann trotzdem noch. Jetzt hört mal auf, euch zu bewegen. Na, schlag zu. Hier wird nicht geschrien. Ich
Immer muss ich diesen Kommentar sehen, den die Frauen gegen mich bringen. Zu schnell. Süßigkeit. Wer will schon Süßigkeiten haben? Ich. Oh, das war kritisch. Rüstung. Okay, plus 13% Schaden, Chance auf Zeug und hier habe ich Schaden plus 50%. Tja. Ich glaube, damit ist es recht eindeutig. Damit fehlt mir nur noch ein Teil von Raves Rüstung. Den ich auch hier irgendwo finde. Ich glaube, bei der Striege oder sowas war das. Ja, so viel mehr erfahren wir demnächst. Aufspießen. So, Flatterer geben immer noch Erfahrungspunkte, das fuck. Das freut mich. Oder ich kriege einfach nur 240 Erfahrungspunkte für den gesamten Kampf. Das wäre ein bisschen trauriger, aber immer noch okay. Ich würde ja die Erscheinungen in Ruhe lassen, aber solange die in der Nähe sind, kann ich nichts aufheben. Und dann betäuben die auch noch. Oh. Wie ist denn das gestorben? Oh, ein Basilisk. Des Donners gelesen.
Stirb. Also. Kreis der rollenden Felsen. Was gibt's hier nicht? Oh, ich kann das nicht mal aktivieren. So, hier in diese Richtung war ich noch nicht ganz vollständig. Ein Grab. Das hier hilft gegen Erscheinungen. So, ich hab's abgezogen. Kommt her, ihr Bitches. Alle. Des inneren Volks. Waffe. Irgendwas. Schatztruhe, wo Erdbeeren drin sind. Und das war's auch schon. Damit habe ich alles. Und deswegen habe ich auch gesagt, Spezialfähigkeiten sind echt krass. Oh, hinter mir. Gut. Ja, der ist schon genug. So, Straße zum alten Herrenhaus. Da muss ich ein bisschen später hin. Diese Höhle da. Das ist der nächste Ziel. Das nächste Ziel. Ich habe jetzt schon verlernt zu reden, Wahnsinn. Los, ihr ganzen ertrunkenen Toten. Ich will euch alle auf einen Schlag töten. Damit ich ein paar von diesen Gegenständen sammeln kann. Thank you.
So, dann möchte ich so Sachen haben wie das hier. So Sachen haben wie das hier. Und das hier. Und noch ein paar mehr von den ganzen Sachen. Ach, ist das lästig. Endlich! Antoinette hat sich wahrlich Zeit gelassen. Wo ist mein Gold? Und wer mögt ihr wohl sein? Antoinettes Vetter! Ihr müsst ihr Bote sein. Begrüßt ihr alle Fremden so? Oh, genug der Spielchen. Kein normaler Mensch wagt sich heutzutage in den Sumpf. Wo ist mein Gold? Ha. Hier. Danke. Endlich kann ich nach Hause zurück. Wie lustig zu antworten. Ich habe keine Ahnung. Fick dich. Seltsam. Flüchtling, irgendein Vetter. Dann. Oh, hier geht's nochmal irgendwo. Achso, das ist der Ausgang. Dann geht's da noch irgendwo rein. Stenik. Ich glaube, das war der letzte Kämpfer. Cool. Ich habe einen Teleporter gefunden. Ich wollte Wasser trinken. Jetzt brennt. Vier Tafel Wasser. Generiert nämlich die Ausdauer. Das ist recht praktisch. Ich speichere kurz, falls das eine blöde Gruft ist. Ein paar Basilisken. Die geben sogar dieselben Geräusche wie die von 20. Ein paar seltene Substanzen, so wie es so aussieht. Platz mehr für Zementaurenkäfer? Ich dachte, ich hätte sogar ein paar von denen dabei.
um meine Belohnung abzuholen. Wo sind die? Könnte man das alphabetisch sortieren? Das wäre echt cool. Also ich sehe keinen einzigen von diesen Teilen, wie ich es gerade aufheben wollte. Na dann. Meinetwegen. Ich glaube, ich habe genug Kiefer gesammelt. Zumindest töten. Tötet. Keine Ahnung. Was soll's. Magischen Symbolen und ein paar coole Objekte. Tja, anscheinend gibt es sonst hier nichts mehr. Doch hier.